Hallo. Hi und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind Anja und Ilan, bauen uns derzeit ein Tiny House auf Rädern. Und dieses Tiny House steht derzeit auch nicht bei uns, sondern bei unserem Hersteller. Immer mal wieder in Intervallen können wir intensiv an unserem Haus arbeiten. Und bei unserem letzten Besuch haben wir uns dem Abwassertank gewidmet und der Installation der Leitungen und möchten euch mit diesem Video auf den aktuellen Stand bringen. Wie ihr das wahrscheinlich auch selbst bei euren eigenen größeren Projekten kennt, arbeitet man oft themenübergreifend. Genauso war das auch bei uns und unserem Gaswasserinstallateur. Heißt, am Ende des heutigen Videos werdet ihr noch kein fließend Wasser sehen, welches zum Abwassertank gelangt. Zu Beginn schauen wir erstmal, wie wir den Tank positioniert haben, wie wir ihn entsprechend vorbereitet haben mit den Durchbohrungen, wie wir unsere Bodenplatte durchbohrt haben und die Leitungen miteinander verbunden wurden. Ja, aber auch in den kommenden Wochen werden wir natürlich immer über unsere Fortschritte berichten. Also abonniert gerne unseren Kanal, um uns auf dieser Reise zu begleiten und aktiviert dieses Glöckchen, um uns auch ein wenig zu unterstützen auf dieser Reise. Da freuen wir uns sehr drüber. Warum haben wir uns für Wassertanks entschieden? Wir haben uns deshalb dafür entschieden, weil wir ein sehr mobil ausgelegtes Haus haben. Und wir wollten einfach einen in sich funktionierenden, geschlossenen Kreislauf, der es uns ermöglicht, wenn wir mal einen Standort gefunden haben, dieses Grauwasser dann wieder aufzubereiten. Das schaffen wir unter anderem auch mit einer Trockentrenntoilette. Das heißt, wir haben nur Grauwasser, kein Schwarzwasser. Und haben darüber hinaus gemerkt, dass bei einigen Campingplätzen eine Grundvoraussetzung ist, dass man einen Tank hat am Haus. Also, oder es eben Standplätze ermöglicht, wenn die noch keine Anschlüsse haben, dass man dort trotzdem stehen kann und sich versorgen kann. Wir haben uns für einen 150 Liter Abwassertank entschieden und möchten diesen unterhalb unserer Bodenplatte installieren. In dem Grundriss seht ihr, dass die Küche bei uns im Tiny House vorne also am Bug positioniert ist und demnach auch sehr viel Gewicht mit sich bringt. Uns war es also wichtig, dass die Tanks, ob Frisch- oder Abwassertank, so weit hinten wie möglich positioniert werden, im besten Fall hinter den Achsen. Glücklicherweise sitzt unsere Dusche ja auch dort hinten, denn auch das war für uns ja wichtig, dass der Weg von der Dusche zum Abwassertank so kurz wie möglich ist. Wir haben dann erstmal geschaut, wie breit sind überhaupt die Zwischenräume zwischen unseren Quertraversen des Anhängers und hatten die Wunschvorstellung, einen Anhänger zu finden, der in dem Bereich passt, wo wir auch die Windrispen haben, um den Tank von unten automatisch schon zu stabilisieren. Das war leider nicht möglich. Nee. Da haben wir kein passendes Maß gefunden, weil die Tanks dann entsprechend zu groß oder zu lang waren, um sie überhaupt runterzukriegen. Das hat keinen Winkel zugelassen. Zu breit meistens, also zu hoch. Genau. Ja. Deshalb haben wir den Tank einfach um einen Quertravers-Zwischenraum verschoben und lange, lange, lange nach einem passenden Tank mit dem Fassungsvermögen von 150 Litern gesucht. Und Ilan hat dann irgendwann glücklicherweise einen Tank auf eBay gefunden, den wir dann auch zu einem ganz guten Preis geschossen haben. Sehr guten Preis. Da wir planen, unser Haus hin und wieder mal zu bewegen, wollten wir diesen Tank auch irgendwie vor Frost schützen, aber auch vor Steinschlägen und haben uns da folgende Konstruktion überlegt. Ein gekantetes Blech mit hineingeklebten XPS-Dämmplatten und da drauf dann sollte der Tank sitzen. Jetzt haben wir das Ganze einmal fertiggestellt. Wir mussten das ja noch mit dem Heißschneider irgendwie zuschneiden, die eine Stelle. Weil der Tank so eine komische Ausbeulung hat. Als wir den Tank dann hineingelegt haben in unsere Wannenkonstruktion, so nenne ich sie jetzt mal, das Ganze dann unter den Anhänger geschoben haben, haben wir das nicht mehr hineinbekommen. Also er passte nicht mehr in die zwischen den Quertraversen, da wo er eigentlich hin sollte. Dann haben wir nochmal umgedreht und dann auch nochmal versucht. Okay. Der ging sowieso schon vorher knapp rein, ne? Ja. So, und dadurch, dass wir jetzt die Isolierung darunter haben, ja. Geht nicht. Ab einem bestimmten Punkt ist vorbei. Wir mussten also umplanen. Ja, zum Glück ist ja unser Tank sehr, sehr stabil. Wir haben auf jeden Fall dann auch später bei den Durchbohrungen gemerkt, dass wir ein wirklich hartes Material haben. Und uns dann entschieden, dass wir den Tank erstmal so, wie er ist, installieren. Ansonsten hatte uns aber auch unser Installateur noch mit auf den Weg gegeben, dass wir mit diesen Dämmplatten nicht verhindern werden können, dass unser Wasser gefriert, maximal eben verzögern. Und dass er eher empfehlen würde, dass wir uns dann noch eine Begleitheizung anschaffen. Das haben wir dann auch gemacht und werden die dann zunächst erstmal installieren und dann einfach schauen, ob wir dann zusätzlich noch mit der Dämmplatte das Ganze oder mit dem Blech abdichten. Ja. Als nächstes standen dann die Durchbohrungen an.
Und da ist uns das Herz so ein bisschen in die Hose gerutscht. Wir hätten uns das auf jeden Fall nicht alleine getraut. Daher waren wir froh, einen Experten an unserer Seite zu haben. Es fühlt sich aber auch einfach komisch an, wenn man ein Loch in sein Haus bohrt. Die Fassade kam ja noch nicht dran, aber den Boden zu durchbohren, das war irgendwie komisch. Musste halt gemacht werden und er war auch ganz schön schnell. Du hast auf jeden Fall Stahlgeräusche gehört, ne? Bist du durch? Ach, natürlich. Genau daneben, ja? Klingt auf jeden Fall nach Stahl. Nein, nein. Ah, wir sind durch, genau daneben. Ja, natürlich, habe ich doch gesagt. Muss ich irgendwie draufdrücken? Alles gut, ein bisschen Glück muss ich auch haben. Und am Ende ist uns dann noch etwas aufgefallen. Das ist uns auch erst aufgefallen, als wir das Video hier vorbereitet haben. Und zwar wollten wir ja auch noch eine Waschmaschine installieren, die ja auch noch einen Wasseranschluss braucht, beziehungsweise auch Abwasser braucht, der dann zum Abwassertank geführt wird. Die Leitung haben wir vollkommen vergessen. Das ist uns wirklich jetzt erst aufgefallen und wir hoffen, dass der Aufwand nicht zu groß sein wird und unser Installateur nicht zu sehr fluchen wird. Also wenn er das jetzt sieht, er wird wahrscheinlich fluchen. Wir müssen da nochmal ran. Weiter ging es dann mit der Vorbereitung unseres Abwassertanks. Das heißt, wir haben den Tank noch einmal unter den Anhänger geschoben, um dann eben auch herauszufinden und zu schauen, wo kommen die Leitungen an, wo müssen die Löcher im Abwassertank gebohrt werden. Wichtig war natürlich auch hier darauf zu achten, dass wir ein leichtes Gefälle erreichen können, damit besonders von der Küche, von der Küchenspüle aus, das Wasser auch den Abwassertank erreicht. Zu Beginn hatten wir ja noch überlegt, dass wir einen separaten Tank vorne unter der Küchenspüle installieren mit einer kleinen Tauchpumpe, die garantiert dafür sorgt, dass das Wasser auch in den großen Abwassertank kommt. Nach Einschätzung unseres Installateurs reicht der Winkel, den wir jetzt haben. Wir hoffen, dass das dann auch soweit funktioniert. Im schlimmsten Fall muss man halt irgendwann nochmal einen kleinen Tank nachrüsten. Als nächstes mussten wir also die Löcher bohren in den Tank. Einmal für den Zulauf, für den Ablauf und für die Füllstandsanzeige. Wir hatten nur leider nicht die richtige Lochsäge. Lochsäge, danke schön. So, ja. Mit dem richtigen Aufsatz. Und der Bohrkopf hat gefehlt, also der Bohrer in der Mitte. Daher musste ich die Schablone, die er dann gebaut hat, festhalten. Für die Füllstandsanzeige musste dann erst noch der Fühler gekürzt werden. Den hat er dann abgeflext, damit der Abstand einfach zum Boden auch passt. Und der Verschluss wurde dann auch nochmal extra abgedichtet. Das musste man dann mit so einem Rädchen noch einstellen, ne? Dass dann später auch die Füllstandsanzeige von Voltronic, haben wir uns da ja jetzt eine geholt, dass die Anzeige dann auch richtig ist. Die Herausforderung war am Ende, das Gewinde oder das Gegengewinde für den Zulauf noch ranzubekommen. Wir haben folgende Situation, wir kommen hier nicht mehr ran. Wir können also quasi das Gegengewinde nicht draufdrehen von innen, weil wir hier nicht durchkommen, da dieser Tank hier so eine wunderschöne Lücke hat. Und das heißt, der Said versucht das jetzt mit diesen Drähten. Du gehst jetzt dahin. Ja. Steckst das Teil erstmal da durch. Okay. Steck so weit durch, wie du kommst. Hast du das Ding eingehängt? Eingehängt. Gut, dann lass mal los. Lass los. So. So. Ich habe nämlich den vorhin den Fehler gemacht. Ja. Der ist fest. Der ist fest. So. Natürlich. Ja, dreh mal. Coole Socke, ey. Ja. Wahnsinn. Ja, das ist fertig. Wir waren ganz schön angetan, dass das noch klappt, weil wir hatten schon mit dem Schlimmsten gerechnet. Auch sowas kann passieren. Für die Befestigung unseres Abwassertanks wurden zwei Winkelprofile geflext. Und er hat diese auf jeweils beiden Seiten, also mit zwei Schrauben befestigt. Und er sagt, das sitzt jetzt bombenfest. Jetzt kannst du einen Elefanten dranhängen. Jetzt holen wir den Elefanten. Komm jetzt. Roll mal rüber. Ja, genau so. Und jetzt hoch. Hoch, eine Seite rein und jetzt reinschieben. Das schiebt. Ja. Deiner Seite muss fixieren. Moment. Ja, ist drin. Wunderbar. Da drauf ist jetzt der Tank. Damit dieser sich auch nicht mehr vor- oder zurück bewegen kann, hat er das Ganze auch nochmal begrenzt. Also auch da nochmal etwas verschraubt. Jetzt sind wir eigentlich guter Dinge. Was jetzt im Anschluss passiert mit der Dämmung, ob wir da nochmal rangehen oder ob wir das Ganze nochmal, ob wir den Tank nochmal irgendwie im Nachhinein schützen möchten mit einem Blech, welches wir dann nochmal neu zukanten, das wissen wir noch nicht. Ich glaube, wir lassen es. Schauen wir mal, wie sich das Ganze ergibt. Wir haben noch genug Zeit, darüber nachzudenken. Ja. Und dann, final, ging es eigentlich an die Abwasserrohre. Wir haben 50er Rohre verwendet. Said hat dann dafür gesorgt, dass eben die Rohre mit verschiedenen
Winkeln, ich weiß nicht, wie man das nennt, dann die Wege auch optimal zum Abwassertank geleitet werden. Das sah auch richtig gut aus, das ging total schnell. Ja. So. Das war's? Das war's, ja. Musst du nur mit die hier rausgucken lassen. Mehr will ich nicht. Wenn du nachher die Platte machst, wenn du nachher die Platte hier drauf machst, musst du ja schön mit die hier rausgucken. Okay? Kein Thema, kriegen wir hin. So. Einfach da vorne fertig. Hauptsache, du jagst mir da keine Schraube rein. Oh, das liebe ich. Mühe. Ja, ja. Du, das ist das Schlimmste, was überhaupt passieren kann, ne? Er hat das dann mit so einer Schmierseife dann einmal eingerieben, die Rohre verbunden und hat sie auch entsprechend gekürzt. Also zunächst hat er eben Maß genommen, wie lang sie sein müssen, dann gekürzt. Dafür gibt es eine spezielle Maschine, um das Rohr abzuschneiden. Wir wollen nur eine Maschine verkaufen. Wir hätten uns wahrscheinlich auch ein solches Gerät gekauft, wäre er nicht da gewesen und hätte uns diesen Tipp gegeben. Als die Rohre dann noch befestigt werden mussten, hatte er immer diese Rohrschellen verwendet und diese dann in der Eigenkonstruktion dann mit unserem Boden von unten verschraubt. Es hat mir nur ein bisschen leid getan oder uns, dass wir immer wieder umdenken mussten oder uns einfach der Situation anpassen mussten. Das heißt, es war nicht immer gewohnt für uns alle, also gerade für ihn auch nicht als Fachmann. Weil er ja nicht mit mobilen Systemen sonst arbeitet, ne? Also sonst klassische Hausinstallation eigentlich macht. Ja, also mussten wir die Köpfe zusammenschmeißen und immer mal wieder überlegen, wie machen wir das jetzt, wie setzen wir das um. Aber es hat alles funktioniert. Was fehlt jetzt noch? Einmal der Ablasshahn, ne? Der ist vorbereitet, aber noch nicht installiert. Dann haben wir die Begleitheizung für die Rohre, also für die Leitungen und für den Abwassertank. Und dann haben wir noch die Frischwasserinstallation. Die fehlt natürlich auch noch. Da haben wir angefangen, aber da sind wir auch noch nicht am Ende. Da sind schon ein paar Leitungen gelegt. Wir zeigen euch das vielleicht in einem der nächsten Videos. Mal schauen, wie wir das mit dem Material dann zusammenkriegen. Hoffen erstmal, dass euch das heutige Video gefallen hat. Wenn ja, lasst uns gerne einen Daumen da. Und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Tschüss, tschüss.